Wir starten mal wieder mit diesem Schippenbildschirm. Muss ich wirklich die Fraps-Einstellung noch ändern nach der Aufnahme? So, wir sind jetzt beim Hauptrechner. Hallo? Das ist ein hochorbitaler roter Schwer. Ich dachte, die Mistdinger wären alle abgefragt. Soweit ich weiß, benutzen wir sie noch, um die Nutzlaststreuung in der kanadischen Einöde zu testen. Was für eine Nutzlast? Das will ich gar nicht wissen. Er rennt immer gleich wieder weiter. Wir bleiben noch unten. Andererseits, wenn uns die Kisten angezeigt werden, dann können wir eigentlich auch weiterlaufen. Missionsziel erreicht. Hauptrechner lokalisiert. Da ist er. Wir haben den Hauptrechner. Sichern Sie die Daten. Zeig mal, was du kannst, Lieutenant. Hey, ich kann auch nichts dafür, dass ich's drauf habe. Alarm. Unbefugter Zugriff bemerkt. Kimberbunker. Passwort eingeben. Sie haben 20 Sekunden, um Folge zu leisten. Spider. Scheiß mich, Mann. Ich weiß. 5, 4, 3, 2, 1. Sicherheitsgegenmaßnahmen aktiv. Beginne Vorbereitungsdiagnose. Starte Enthauptungsschlagprotokoll. Die Helo entdeckt mehrere Wärmesignaturen, die sich Ihnen nähern. Sie bewegt sich auf Position, Lieutenant. Ich decke dich. Das hoffe ich. Missionsziel, Lieutenant Brown beschützen, während er den Hauptrechner hackt. Ich muss direkt ins System einbrechen. Aber das könnte meine Hauptcortex-CPU frittieren. Hauptsache, du schaffst es. Deine Frau und dein Kind warten auf dich. Rex, wenn das nicht klappt, sag ihnen, ich bin für mein Land gestorben. Das sagst du ihnen selbst. Hörst du? Okay. Ich stoße jetzt hinein. Ich habe die erste Ebene der Mikrochip-Bots durchdrungen. Bleib dran. Hallo? Könnt ihr euch das verfliegen? Eine Minute. Mach schneller. Rampart ist erledigt. Noch mehr Zeit. Alter, wo kommt der denn her? Ich kehre die Kurzpolarität um. Ich bin fast soweit. Wir haben keine Zeit. Oh, nicht so inner. Das Motherboard wird rekompiliert. Nur noch ein paar Sekunden. Missionsziel erreicht. Ich hab's. Ja. Mission gescheitert.
Was? Koordinaten hochgeladen. Spider! Konzentration, Lieutenant! Was soll ich jetzt machen? Scheiße! Helo 7-3, sofortige Evakuierung! Lieutenant Brown am Boden! Helo 7-3, im Anflug. Rex! Zu große Datenmenge! KI beschädigt! Blut! Blut! Enthauptungsschlag-Countdown hat begonnen. Sag mir, was ich tun soll! Raketenstartautonom! Geh zur Steuertafel! Was? Reiß die Steuerung raus! Auf dem Steuerkasten! Schieß auf den Hirnschirm, Rex! Schieß auf! Scheiße! Hart, finde die Raketensteuertafel für mich. Habe verstanden. Ziel wird markiert. Mission. Deaktivieren Sie sekundäre Zündsteuerung. Rakete in Position. Enthauptungsschlag-Counter hält weiter. Speicherschaden im Sektor Alpha 7. Minus 120 Sekunden bis zum Start. Mein Teil, das sind viel zu viele. 10 minus 30 Sekunden bis zum Start. Speicherschaden im Sektor Omega, Charlie, Zebra. Countdown neu berechnet. 10 minus 90 Sekunden bis zum Start. Speicherschaden im Sektor Tango, Kilo, Oscar. Countdown neu berechnet. Ich will doch keine scheiß Cyberherzen werfen. Speicherschaden im Sektor. Whisky, Tango, Foxtrot. Countdown neu berechnet. 10 minus 40 Sekunden bis zum Start. Wo muss ich jetzt hin? Dreck. Da wird's angezeigt. Ich muss mit dem Fahrstuhl hoch. Neustart. Bitte warten. Sie sind wieder online, Colonel. Dankeschön, Darling. Für Sie, Dr. Darling. Dr. Elizabeth Veronica Darling. Colonel Sloan? Wir sind's. Sergeant Rex Power Colt. Lieutenant T.T. Brown. Natürlich. Die setzen euch auf mich an? Also das, genau das ist die Definition von Wahnsinn. Darling, Sie sehen vor sich zwei waschechte Mark IV. Die Krone der Schöpfung zu Ihrer Zeit. Ich weiß, was mit Ihrem Gesicht passiert ist. Der Preis der Macht, Jungs.
Macht mag eine gemeine Schlampe sein, aber sie ist eine Wildkatze im Bett. Sir, was ist passiert? Man sagt, dass sie desertiert wären. Das muss ein Irrtum sein. Seit der Zerbombung Kanadas und der Besetzung Australiens steuert die Welt auf den Abgrund zu. Wir sind nicht mehr auf Kurs, Gentlemen. Und jetzt will die Regierung, unsere Regierung, eine Aussöhnung mit den roten Teufeln. Aber ich weiß, wie wir das wieder gerade rücken. Rex, der ist irre. Wie lauten eure Befehle bezüglich mir und Omega Force, hä? Wie genau weiß Washington Bescheid? Tut mir leid, Sir. Ich respektiere Sie, aber ich kann nicht... Dann habt ihr ihre gottverdammten Lügen geschluckt. Sehr schade. Hast du meinen Hauptrechner in deinen Cortex geladen? Verdammt doch. Ich weiß, was sie plant. Ihr mag vor, seid schlau. Nur leider viel zu unabhängig. Verflucht nochmal! Oh yeah! Man kann jeden fügsam machen. Oder zur Not ausschalten. Ich habe euch, Mark, vor all meine Kampfkünste einprogrammiert, richtig? Ich sag dir was. Ich gebe dir eine Chance auf den Lottogewinn, Junge. Briar Patch, bitte kommen. Sergeant Rex called? Wer ist da? Dr. Elizabeth Darling. Ich habe mich bei der Untersuchung mit ihrer Kommunikation eingeklickt. Sloan hat sie von Briar Patch abgeschnitten. Was zum Teufel war das? Ich schicke Ihnen Koordinaten. Dort sind Sie sicher. Und warum sollte ich Ihnen trauen? Weil ich diesen Sloan hasse. Oh. Okay, Doc. Wie lautet der Plan? Bleiben Sie ruhig und versteckt. Die Blutdrachen haben keine guten Augen, aber sie lieben Cyborgs und Menschenfleisch. Was? Hallo? Fuck. Scanne Höhlenraum. Ausgang lokalisiert. Mission entkommen. Okay. Alarm. Sie haben keine Ausrüstung und sind wehrlos. Vermeiden Sie jeden Kontakt zu Cybersoldaten. Und jetzt also auch noch die Drachen. Jetzt würde ich mal gucken, wir haben ja Fähigkeiten. Wir haben ja ein bisschen Kohle und so. Wenn du deine neue Level erreichst, kannst du entweder eine Fähigkeit oder einen zusätzlichen Gesundheitswert erhalten. Standardmäßig kann ein Mark IV Soldat Level 1 dank seiner Zerberlunge endlos unter Wasser bleiben, schneller laufen als der Mensch, Stürze aus jeder erdenklichen Höhe überstehen, normale Takedowns, Shuriken Takedowns und Kitten Takedowns ausführen, um Gegner lautlos zu eliminieren. 2 bis 5, da sind wir momentan. Gesundheitswert plus 1, haben wir bekommen wahrscheinlich. Schneller wechseln, du setzt offene Visiere mit rechtsklick schneller ein und kannst schneller die Waffe wechseln. Dann kriegen wir Level 4 noch ein Gesundheitsfeld und Level 5 Bogenscharfschütze. Und was haben wir jetzt von der ganzen Kohle? Fortschritt, Mission 1 von 7. Garnison 0 von 13. Okay, das gucken wir uns mal später an, würde ich sagen. Erstmal müssten wir hier aus der Höhle rauskommen. Wenn die aber so gerne Menschenfleisch essen, wieso sind die ganzen Leichen hier noch ganz?
Was ist das für ein blauer Schleim? Ach du Scheiße. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Pocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Ja, friss nur weiter. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Er bleibt da scheinbar stehen. Steht mir im Weg, verdammt. Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Fuck yeah. Hallo? Schön rein, kleiner Freund. Missionsziel: den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Okay, er blinkt rot. Uiuiui. Vergessen Sie nicht, der Schild schützt die Soldaten im Inneren vor den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Verflucht. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Ich hab keine... Wir haben unsere ganzen Cyberherzen verloren, so eine Scheiße. So, und der noch?
Zeit für Fresschen. Scheiße. Macht sie platt. Wenn Sie es mit Sloan aufnehmen wollen, durchsuchen Sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die Sie nutzen können. Wir können also einfach hier reinspazieren. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Jetzt sind wir plötzlich hier oben. Haben wir eine weite Reise gemacht? Sicht nutzen, um Gegner in der Basis vom Ausguck zu markieren. Missionsziel: Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla, bla, bla. Töte, bla, bla, bla. Gibt's doch gar nicht. Wie kommen wir jetzt am besten hier runter? Wir hätten jetzt noch mehr markieren sollen. Fällt mir dazu ein. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.